Abend und herzlich willkommen zum Forum Gesundheit hier bei Oldenburg 1. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ja, der Mensch ist, was er ist. Das wusste auch schon der deutsche Philosoph Ludwig Feuerbach, quasi als Anlehnung an das asiatische Sprichwort: Die Ernährung ist die Grundlage alles Lebens und der Gesundheit. Wir alle essen und trinken jeden Tag 15,5% des Geldes der deutschen Haushalte werden für Lebensmittel ausgegeben. Aber essen wir auch das Richtige? Trinken wir genug und essen wir gar zu viel und verlieren uns dann in irgendwelchen Schlankschlemmen-Diäten oder ähnliches? Dem und vielem weiteren gehe ich heute mit meinen Gästen nach. Und da bin ich auch schon bei meinen Gästen. Eine sehr kompetente Runde heute Abend. Und genau, da ist zunächst die Vertreterin des Oldenburger Ernährungsrates in der Runde. Seit 2017 besetzt sie im Oldenburger Ernährungsrat die Koordinationsstelle und ist seither für die konzeptionelle Weiterentwicklung, die Professionalisierung der Arbeitsabläufe sowie die Koordination der Ehrenamtlichen zuständig. Seit Januar 2019 steht dem Rat ein Etat von 25.000 Euro jährlich zur Verfügung, bereitgestellt durch die Stadt Oldenburg. Was der Ernährungsrat genau macht und wie er sich zusammensetzt, das kläre ich heute unter anderem mit Judith Busch. Herzlich willkommen in der Sendung. Dankeschön. Ja, die zweite Dame in der Runde, sie arbeitet für das CEHN, eine Abkürzung für einen relativ sperrigen Titel, Zentrum für Ernährung und Hauswirtschaft Niedersachsen, das seinen Sitz hier in Oldenburg hat. Träger des Zentrums ist die Landwirtschaftskammer in Niedersachsen. Am CEHN arbeitet sie als Fachreferentin für Ernährung und wird uns sicherlich einige spannende Dinge zu diesem Thema berichten können. Auch was es mit der niedersächsischen Ernährungsstrategie auf sich hat, die den Titel Unser Rezept für die Zukunft trägt. Maren Meyer, auch schön, dass Sie da sind. Ja, danke schön. Ja, und zu guter Letzt der Herr in der Runde. Nachhaltigkeit, nachhaltig, regional, gesund. Das ist das Versprechen, das man direkt auf der Homepage seiner Firma lesen kann, die Zitronengras-Kochhaus GmbH. Damit versorgt er unter anderem Kitas, Krippen, Schulen und Betriebe mit bestem Essen, so wie Sie selber sagen. Das Credo des Familienunternehmens Craft Food, also handgemacht und täglich frisch gekocht. Was ist eigentlich wirklich gesund und was gehört auf gar keinen Fall in eine Schulmensa? Darüber spreche ich heute mit Werner Dormann. Herzlich willkommen in der Sendung. Ja, vielen Dank. Ja, zu Beginn wollen wir uns einmal noch mal einen Blick auf die zwei Organisationen in der Runde. Zu Ihrer Firma kommen wir dann im weiteren Verlaufe der Sendung. Die zwei Organisationen in der Runde, Frau Busch, vielleicht noch mal ganz kurz der Ernährungsrat. Was macht der so? Wie ist die Arbeitsdynamik im Oldenburger Ernährungsrat? Und genau, wir schauen später dann noch mal eine besondere Aktion an. Genau, ich kann das ja noch mal kurz zusammenfassen. Also wir sind ein Zusammenschluss von verschiedensten Akteuren aus den Bereichen Zivilgesellschaft, Ernährungswirtschaft und Politik. Und gemeinsam setzen wir uns für eine nachhaltigere Versorgung hier in Oldenburg und der Umgebung ein. Das heißt, dass wir einerseits ganz konkrete Bildungsprojekte anbieten und umsetzen, wie Hofbesuche in der Region. Wir kochen mit Kindern und auch mit Erwachsenen zusammen. Wir bauen Kistenbeete auf Schulhöfen. Wir organisieren jedes Jahr die Regio-Challenge und versuchen eben möglichst viele unterschiedliche Ansätze zu fördern, um viele Menschen zu erreichen für das Thema. Und auf der anderen Seite setzen wir uns auf politischer Ebene dafür ein, dass das Thema nachhaltige Ernährung auf die Agenda der Stadt Oldenburg kommt. Also ganz konkret arbeiten wir mit der Stadt Oldenburg zusammen, zum Beispiel zum Thema Rahmenkonzept Schulverpflegung und Kita-Verpflegung. Wir haben uns mit dafür eingesetzt, dass die Stadt Oldenburg eine Ernährungsstrategie entwickeln wird und dass wir auch die Stadt-Land-Beziehungen fördern, denn der Landkreis Oldenburg ist ja seit letztem Jahr Ökomodellregion. So versuchen wir eben auch dafür zu sorgen, dass wir auch die Möglichkeiten haben als Bürgerinnen und Bürger, dass wir uns nachhaltiger ernähren können. Mhm. Und genau, alle sind ehrenamtlich organisiert, nur ich habe eben eine hauptamtliche Stelle und wir bekommen seit letztem Jahr sogar auch um die 50.000 Euro. Das wollte ich noch mal kurz das ist dann richtig stellen. Habe ich zu tief gestapelt in der Eingangsmoderation. Wir schauen später noch mal auf die Aktion Essbare Schulen im weiteren Verlauf der Sendung. Das ist auf jeden Fall auch eine schöne Aktion. Wir wollen, bevor ich mit Ihnen über das CEHN spreche, haben wir einen kleinen Film vorbereitet über das CEHN. Und da waren nämlich die Kollegen Sabine Molitor und Frederik Britz. Die waren, glaube ich, zum Anfang, relativ am Anfang da und haben die neu gegründete Organisation einmal besucht.
Spätestens seit der Dokumentarfilm Taste the Waste 2011 die hässlichen Bilder an die Öffentlichkeit gebracht hat, weiß jeder, dass Lebensmittelverschwendung in der Konsumgesellschaft von heute ganz selbstverständlich ist. Ein Drittel der Lebensmittel, die vom Feld kommen, werden zu Müll. Zehn hat in diesem Jahr ganz besonders an den Tag der Lebensmittelverschwendung erinnert. Zehn steht für Zentrum für Ernährung und Hauswirtschaft Niedersachsen, ist eine Einrichtung der Landwirtschaftskammer und wird geleitet von Rieke Bullwinkel. Der Tag der Lebensmittelverschwendung selbst wurde vom WWF ins Leben gerufen. Und der 2. Mai ist der Tag, der aussagt, dass alle Lebensmittel, die bis dahin des jeweiligen Jahres produziert wurden, in die Tonne wandern. Ein ethisches und ökologisches Problem. Ja, Lebensmittel entstehen ja nicht aus dem Nichts. Die Produktion und auch die Verarbeitung von Lebensmitteln, dazu werden Ressourcen benötigt, wie Energie, Wasser und auch Fläche. Und diese Ressourcen, die würden dann, wenn ich das Lebensmittel verschwende, ja nun auch verschwendet werden. Und das ist ökologisch gesehen das Problem, ja. Dass sich das Zehn damit beschäftigt, hat den Hintergrund, dass das Thema Jung und Alt erreichen soll. Es soll über die Schulen, Restaurants und Großküchen transportiert werden, aber auch jeden Einzelnen erreichen, denn gerade in der Hauswirtschaft ist der verantwortungsvolle Umgang mit Lebensmitteln aus dem Bewusstsein gerückt. Also wir wollen so ansetzen, dass wir die Lebensmittelwertschätzung steigern wollen. Denn ich denke, wenn ich weiß, wie viel ein Lebensmittel wert ist, dann kann ich auch gehe ich ganz anders damit um. Und wir wollen Alterskompetenzen in den Bereichen Ernährung und Hauswirtschaft vermitteln, um zu vermitteln, was kann ich überhaupt mit dem Lebensmittel tun? Wie kann ich die Qualität bewerten? Das sind alles Dinge, die in den letzten 10 Jahrzehnten verloren gegangen sind in der Bevölkerung. Und so wollen wir angehen. Wir haben Informationsangebote auf unserer Homepage und auch auf unserem Instagram-Kanal. Und wir machen auch auf bestehende Informationsangebote in Niedersachsen und darüber hinaus aufmerksam, um eben komplett das Thema für die Bevölkerung zur Verfügung zu stellen. Das Zehn legt zum Beispiel die App Zu gut für die Tonne oder auch Too Good To Go nahe. Das sind zwei tolle Apps, die dem Verbraucher helfen, Lebensmittelretter zu werden oder Lebensmittelreste zu verwerten. Die App Zu gut für die Tonne zum Beispiel ist vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Das ist ein Verzeichnis von verschiedenen Resterezepten, kann man sagen. Und ich kann dort meine privaten Reste individuell verarbeiten. Also jetzt ist zum Beispiel gerade Grillzeit, nehmen wir das mal. Wenn ich Grillfleisch vom Vorabend überhabe, dann kann ich dieses Stichwort Grillfleisch in die App eingeben und mir werden Vorschläge gemacht, wie ich dieses Grillfleisch in leckeren und pfiffigen Rezepten verarbeiten und verwerten kann. In Too Good To Go stellen Betriebe wie Bäckereien oder Restaurants Lebensmittel ein, die dann abends nach Geschäftsschluss günstig erworben werden können. Dann gibt es noch foodsharing.de, eine Plattform, wo es um Lebensmittelverteilung an zentralen Orten geht. Wenn Corona nicht wäre, hätte das Zehn umfangreicher auf den Tag aufmerksam gemacht. Das wird nun im September nachgeholt. Ja, im September ist erstmalig eine bundesweite Aktionswoche unter dem Motto Deutschland rettet Lebensmittel geplant. Und das Zehn wird für das Bundesland Niedersachsen die Koordination übernehmen. Es ist so geplant, dass verschiedene Akteure an diesem Tag Aktionen und Informationen streuen in Niedersachsen, um auf dieses Thema in dieser gesamten Woche aufmerksam zu machen. Außerdem haben wir im Herbst noch darüber hinaus einen Schulwettbewerb, einen Ideenwettbewerb für Schulen geplant. Schülerinnen und Schüler werden aufgerufen, Ideen zu entwickeln, wie das Thema Lebensmittelwertschätzung auch für andere aufbereitet werden kann und sie dafür zu sensibilisieren. Zudem kann man dann auch das Zehn kennenlernen. Die Einrichtung gibt es erst seit Oktober. Kontakte zu Lebensmittelrettern in Oldenburg bestehen aber schon. Wie etwa die Schnibbeldisco, wo es um die Verarbeitung von Feldfrüchten geht, die ihren Weg nicht in die Geschäfte finden, weil sie nicht der Norm entsprechen. Oder etwa zur Oldenburger Gruppe von foodsharing.de. Generell geht es dem Zehn um die bessere Wertschätzung von hauswirtschaftlichen Kompetenzen. Da haben wir, glaube ich, schon mal einen guten Eindruck bekommen, was Sie alles so machen. Wie alt war der Beitrag? Das müsste jetzt eigentlich im Jahr 2020 gewesen sein. 2020. Also fast 2 Jahre alt. Fast 2 Jahre alt, aber es ist noch aktuell. Also es sind noch viele Dinge, oder gibt es etwas, wo Sie sagen, okay, das hat sich bestimmt was getan in der ganzen Zeit? Genau, es hat sich auf jeden Fall viel getan, aber der Film hat schon einen ganz guten Eindruck von unserer Arbeit vermittelt. Also eigentlich sagt unser Name, er ist zwar sperrig, aber sagt schon ganz schön viel aus, also Zentrum für Ernährung und Hauswirtschaft Niedersachsen. Wir sind eine zentrale Anlaufstelle für ganz Niedersachsen,
von interessierten Bürgerinnen und Bürgern über engagierte Vereine, aber auch mit Fachinstitutionen arbeiten wir intensiv zusammen und vernetzen da und stellen eben für all die unterschiedlichen Zielgruppen auch Informationen bereit und machen auch Projekte. Und das zieht sich jetzt auch, also wir wurden 2019 gegründet, wir haben eben gehört, wir sitzen in den Räumlichkeiten der Landwirtschaftskammer hier in Oldenburg, aber gefördert werden wir vom Niedersächsischen Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Und diese Projekte, die auch eben genannt wurden, wie die bundesweite Aktionswoche oder der Tag der Lebensmittelverschwendung, das ist jetzt was, was wir auch jährlich wieder mit aufgreifen. Weil genau, es das heißt, das gilt auch für dieses Jahr, genau. September eventuell wieder. Genau, das sind so feste Termine, weil einfach auch das Thema der Lebensmittelverschwendung und auch der Lebensmittelwertschätzung, wie gehe ich mit den Lebensmitteln um, weiß ich, was da für Arbeit und Ressourcen drinstecken und so weiter, das begleitet uns auch fortwährend immer noch, deswegen halten wir daran auch fest. Aber in unserem Namen steckt es ja auch, wir kümmern uns auch intensiv um die Themen Ernährung und Hauswirtschaft im Allgemeinen. Also es geht zum Beispiel auch darum, den Beruf der Hauswirtschaft wieder attraktiver zu machen, zu zeigen, wie vielfältig und wichtig Hauswirtschafterinnen und Hauswirtschafter sind. Und auch im Thema Ernährung hatten wir eben ja auch schon gehört, dass es auch einfach ein gesellschaftspolitisches Thema ist. Und auch da haben wir uns neben den Projekten, die eben genannt wurden, auch sehr stark im letzten Jahr damit beschäftigt, eine Ernährungsstrategie zu erarbeiten. Deswegen, es ist noch aktuell, aber es ist auch vieles dazugekommen. Vieles dazugekommen. Die niedersächsische Ernährung, unser Rezept für die Zukunft. Genau. Was, können Sie das, ist wahrscheinlich schwer, auf die wesentlichen Kernpunkte runter reduzieren? Wo wollen Sie denn hin mit Niedersachsen? Genau, also die niedersächsische Ernährungsstrategie ist erstmal gefühlt ein komplexes Konstrukt. Es ist eine politische Strategie, die von dem eben genannten Ministerium herausgegeben wurde. Und das Ziel ist es einfach, gemeinsam zukünftig in eine Richtung zu blicken. Die Frage war, wie können wir es schaffen, dass wir uns in Niedersachsen gesünder und nachhaltiger ernähren? Und wie können wir ja auch dazu beitragen oder wo müssen wir ansetzen? Und diese Frage haben wir gemeinsam mit 25 Institutionen im letzten Jahr diskutiert und erarbeitet. Und diese Strategie ist jetzt quasi wie so ein Fahrplan zu verstehen. Also wir haben 5 zentrale Themen und darin nochmal ganz konkrete Empfehlungen, was sich wie ändern muss. Und das dient uns jetzt zukünftig auch nochmal mit allen Niedersächsinnen und Niedersachsen gemeinsam als Entscheidungs- und Handlungsgrundlage, was wir auch zukünftig dann erarbeiten wollen. Mhm. Herr Dormann, Sie kommen von der Zitronengras GmbH, Zitronengras-Kochhaus aus Wartenburg. Auch da haben wir einen Film vorbereitet. Ich würde sagen, den ziehen wir erstmal vor und dann reden wir danach noch mal konkreter über Ihre Firma. Die Kollegen Pascal Klug und Sabine Molitor, die sind da gewesen und haben ein paar bewegte Bilder mitgebracht aus der Küche. 1000 Essen am Tag verlassen montags bis freitags die Küche vom Zitronengras-Kochhaus in Wartenburg. Es gibt noch 4 weitere Standorte des Familienunternehmens. Hier werden Krippen und Kitas bekocht. Ja, es gibt also eine bunte Mischung. Wir konzentrieren uns auf Eintöpfe, auf Fleischgerichte, das weniger. Es gibt nur 2-mal in der Woche Fleisch und 1-mal in der Woche Fisch. Aber wir bieten 2 Menülinien an. Die Speisepläne für die Kindergärten werden im Vorlauf von 2 Wochen, sodass auch die Kindergärten sich aussuchen können. Wir arbeiten nach der DGE-Norm, Deutsche Gesellschaft für Ernährung. Unser Nachtisch, der besteht zum Beispiel in einer Auswahl. Der Kindergarten kann sagen, ich bekomme Gemüsesteaks, ich bekomme Salat oder die Kinder sollen auch einmal eine Süßspeise haben. 350 Gramm Essen und 100 Gramm Nachtisch. Alles wird frisch zubereitet. Auf Konvenienzprodukte wird vollkommen verzichtet. In den Kartoffelsalat kommt Schmand statt Fertigmayonnaise. Die verwendeten Produkte sind nicht grundsätzlich bio, aber auf jeden Fall regional und frisch. Ja, also wir haben uns vorgenommen, so gut wie möglich die Vorgaben des Clean Labels zu haben. Bei uns ist nicht Bio im Vordergrund, ist natürlich auch eine Preisfrage. Und deshalb haben wir gesagt, aber die Zusatzstoffe, die sind uns sehr wichtig, dass die Kinder so wenig wie möglich Zusatzstoffe haben. Bei den, wie gesagt, Würstchen und solchen Sachen haben wir das nicht unter Kontrolle, das geht es auch nicht. Aber alles andere ist bei uns zusatzstofffrei, das heißt keine Karagene. Johannesbrot, Kernmehl ist im Moment sehr ein Thema. Das gibt es bei uns nicht, weil wir eben, wie gesagt, die Speisen selber zubereiten. Die Krippenkinder sind für Gudrun Dormann die liebsten Esser. Sie sind noch unverdorben, was industriell gefertigtes Essen angeht und probieren ganz unbefangen alles aus.
Doch natürlich gibt es auch mal Pizza. Pommes ist allerdings out. Ja, wir fangen bei den Krippen an und den Kindergärten. Krippenkinder sind eigentlich das dankbarste Publikum oder die dankbarsten Esser. Die essen einfach alles, was ihnen so kommt. Und je älter die Kinder werden, desto schwieriger wird das schon. Also die Pommes gibt es bei uns gar nicht, weil das können wir einfach nicht. Zum einen, wir haben keine Fritteusen. Und zum anderen, wenn man es ausliefert, den Deckel drauf macht und das dann auf den Teller bekommt bei den Kindern, das hält eine Pommes nicht durch. Und da ist alle 5 Wochen eben halt auch die Pizza dabei. Das machen wir. Aber das ist dann auch wieder frisch zubereitet. Der Käse ist von selbst gehobelt. Die Pulpe, das heißt also die Tomatenpulpe, die ist teilweise auch bio. Alle 5 Wochen wiederholt sich der Speiseplan. Es gibt auch Fleisch. Aber Schweinefleisch wurde vom Speiseplan gestrichen, damit die Kinder in den Einrichtungen möglichst alle gemeinsam das Gleiche essen können. Das verwendete Fleisch kommt aus der Region von ausgesuchten Bauernhöfen, ausschließlich von glücklichen Tieren. Herr Dormann, wie finden Sie sich wieder in dem Film? Durchaus. Das ist so der rote Faden, nach dem wir arbeiten. Und man müsste da jetzt noch ein bisschen in die Tiefe reingehen. Aber es ist alles gesagt. Wir haben ja den Slogan Kraft Food for Kids entwickelt vor einiger Zeit. Ausschlaggebend war, dass irgendwann Kraft Bier auf den Markt gekommen ist. Und es wurde definiert als in einer kleinen Manufaktur handwerklich hergestellt. Und wir haben uns überlegt, das ist eigentlich auch unser Vorgehen. Und Kraft Food ist ein ganz, ganz eingängiger Begriff. Das heißt, wir kaufen tatsächlich oder wir bearbeiten tatsächlich pro Tag 140 Kilo Möhren mit dem Sparschäler. Die werden von Hand geschält, die werden geschnippelt oder in Gemüsesticks zerkleinert, weil wir, wo immer es geht, vermeiden wollen, vorproduzierte Lebensmittel einzukaufen. Mhm. Im Prinzip kochen wir wie Oma. Und das Geschmackserlebnis ist auch ähnlich. Und das ist alles so gewollt. Und wie meine Frau im Film schon darlegte, wir vermeiden alle Farbstoffe, Aromen, all diese Zusatzstoffe, weil noch völlig unbekannt ist, ob sich diese Stoffe im kindlichen Körper ansammeln, kumulieren, in Reaktion treten mit anderen Stoffen. Und wir haben halt die Philosophie, so wenig Zusatzstoffe wie irgend möglich, so wenig Belastung für den Organismus. Und nebenbei schmeckt es auch noch ganz ausgezeichnet. Das ist so die Richtung, in der wir arbeiten. Die Frage, die nächste, die könnte ich eigentlich allen stellen. Corona und das Essverhalten, wie hat sich das geändert? Es wurde viel mehr zu Hause gekocht, höchstwahrscheinlich. Die Kantinen haben gelitten in der Zeit, die Berufskantinen. Vielleicht, Frau Busch zuerst. Sind die Leute ungesünder geworden auch in der Zeit? Oder was konnten Sie da beobachten? Ich glaube, da gab es verschiedene Entwicklungen. Also einerseits stehen wir in Kontakt mit vielen Erzeugern hier aus der Region und wir haben schon von vielen gehört, dass der Andrang auf den Bauernmärkten, auf den überhaupt Märkten hier in Oldenburg größer geworden ist und dass die Menschen mehr nachgefragt haben, wo kommen die Lebensmittel da eigentlich her und dass Regionalität eine größere Rolle gespielt hat, weil man gemerkt hat, globalisierte Lieferketten sind nicht immer die beste Idee und funktionieren einfach nicht immer. Das heißt, dass da schon eine Entwicklung zu sehen war. Auf der anderen Seite spielt aber auch die Entwicklung eine zentrale Rolle, dass der Verpackungsmüll größer geworden ist, dass die Menge einfach angewachsen ist, weil man sich dann doch schnell mal etwas to go mit nach Hause genommen hat und es eben nicht im Restaurant essen konnte. Das ist dann wiederum eher eine gegensätzliche Bewegung, wenn wir über das Thema Nachhaltigkeit sprechen. Ich glaube aber schon, dass es hat sich in den Gesprächen in den letzten, jetzt schon fast 2 Jahren gezeigt, dass sich mehr Menschen mit dem Thema selber kochen auseinandergesetzt haben, weil eben auch ein bisschen mehr Zeit da war, gar keine Frage. Ist selber kochen immer besser und gesünder oder gibt es da auch? Ist sowieso immer eine schwierige Aussage. Ja, absolut, ja. Das kann man, glaube ich, festhalten. Man kann aber schon sagen, wenn man selber kocht, setzt man sich viel mehr mit den Lebensmitteln auseinander. Man beschäftigt sich, wie Lebensmittel zubereitet werden. Und natürlich definiere ich selber Kochen so, dass man frische Lebensmittel zubereitet zu Gerichten. Da geht es nicht um Fertigprodukte. Und wenn wir über diese Definition gehen, kann man schon sagen, dass es meistens gesünder ist als Fertigprodukte. Okay. Das auf jeden Fall. Frau Meier? Also Corona und selber kochen, was können Sie da beobachten?
Ja, also auch das, was Judith Busch gerade hier aus der Region auch durch Gespräche berichtet hat, können wir auch in bundesweiten Befragungen und wissenschaftlichen Studien so festlegen. Also man sieht auch da eine zweigleisige Entwicklung. Auf der einen Seite viele Leute mussten ins Homeoffice gehen, waren mehr zu Hause. Kinder und Jugendliche sind durchs Homeschooling auch zu Hause gewesen. Und da fehlte einfach die Mahlzeit in der Schule, in der Kita oder auch im Betrieb. Und dadurch sieht man schon Entwicklungen, dass die Personen wieder öfter zu Hause selbst gekocht haben und auch eine diese typische Mahlzeitenstruktur von Frühstück, Mittag, Abend wieder verstärkt eingehalten haben. Und dass dabei sich dann auch, wie eben gesagt wurde, auch mehr mit den Themen Regionalität oder auch Lebensmittelwertschätzung, wo kommt es her, beschäftigt haben. Gleichzeitig sieht man aber eben auch, dass zum Beispiel der Bewegungsanteil im Alltag so stark heruntergefahren ist. Der Sportunterricht fehlte, der Weg zur Bushaltestelle fehlte, Freizeitaktivitäten fehlten. Und das sind eben auch die begleitende Entwicklung, dass man schon sieht, dass auch der Anteil an übergewichtigen Personen durch die Corona-Pandemie stark zugenommen hat. Und was natürlich auch da nicht zu vergessen ist, sind die psychischen Auswirkungen der Pandemie. Von Langeweile, Frustration bis hin zu Erkrankung, Depression. Auch diese Begleiterscheinungen durch Corona wirken sich auf das Essverhalten aus. Und da merkt man eben die andere Seite der Medaille, dass eben auch der Süßigkeitenkonsum und auch der Konsum von Fertigprodukten, To-Go-Angeboten und so weiter zugenommen hat, sodass ich da auch beides einfach sehe. Okay, und dann insgesamt wieder die Waage gehalten am Ende vielleicht, oder? Das ist genau, also so. Es hat sich zumindest vielleicht die Waage oder die Schere so wieder weiter aufgemacht. Und das ist natürlich jetzt die Frage, wie gehen wir da auch zukünftig mit um oder wie können wir das zumindest in die wünschenswertere Richtung verstärken? Ja. Bei Ihnen das Thema Homeoffice, das hat Sie ja dann sicherlich betroffen. Also die Pandemie hat uns schwer getroffen, klar. Aber die Entwicklung, die Sie im Erwachsenenbereich schildern, können wir für die Kinder so nicht nachvollziehen. Es mag richtig sein, dass wieder mehr Eltern, mehr Erwachsene zu Hause beginnen zu kochen, weil es eben keine Alternativen gibt. Wir haben aber den Eindruck, dass die Schulkinder völlig entfremdet sind von den Lebensmitteln. Wir haben Kinder im Alter von 13, 14 Jahren erlebt, die kennen nicht den Unterschied zwischen Brokkoli und Blumenkohl. Sondern es wird definiert über die Farbe. Ich hätte gern das Weiße, das Grüne mag ich nicht. Wenn wir Steckrübeneintopf auf den Speiseplan setzen, müssen wir die Kinder überreden, doch mal zu probieren, damit sie feststellen, dass man das auch essen kann, auch wenn es ungewöhnlich klingt. Mhm. Aus Steckrüben machen wir wirklich sehr leckere Rohkostsalate, die auch hochvitaminhaltig sind, Vitamin-C-haltig sind. Mit Olivenöl und guten Zutaten und mit gerösteten Kernen dabei. Und es ist wirklich ein Leckerschmecker. Bis das Kind dann probiert, vergeht eine ganze Zeit. Das heißt, meine Mitarbeiter sind angewiesen, dem Kind zu sagen, komm her, probier doch mal. Ich mache dir erst mal ein bisschen auf den Teller. Und wenn das schmeckt, dann kommst du wieder. Also wir haben irgendwo scheinbar auch einen Erziehungsauftrag bei der Ernährung und setzen den auch um. Das sind eigentlich so unsere Erfahrungen dazu. Die Eltern kochen, aber die Kinder werden nicht mitgenommen. Oder sie haben so einen großen Rückstand, den sie erstmal aufholen müssen. Ich wollte gerade sagen, wo kommt das her? Da muss es doch dann im Elternhaus fehlen. Also es wird gekocht, aber dann... Ich denke, Zeitmangel ist bei den Eltern das Hauptproblem. Kochen und sich mit dem Einkauf, mit dem Produkt auseinandersetzen, erfordert erstmal Zeit. Geld sicher auch, aber Essen gehen ist ja auch Geld. Aber Qualität zu erkennen, was kaufe ich eigentlich ein? Die Entscheidung, Rezepte gibt es mittlerweile ja online, können Sie auf dem Handy jederzeit runterladen. Das Machen ist eigentlich das Schwierigste, das ist die Hürde. Und die Kinder, die werden dazu gerufen, wenn das Essen fertig ist. Die sind scheinbar nicht in der Produktion dabei. Mhm. Na, ja, Zeit ist definitiv ein wichtiger Faktor. Für mich geht es da aber auch ganz viel um das Thema Fachwissen. Ich glaube, das ist auch schon seit längerer Zeit mehr oder weniger verloren gegangen und das wird benötigt, um eben gut und auch trotzdem immer noch günstig kochen zu können oder Lebensmittel zubereiten zu können. Und ein dritter Faktor ist für mich aber auch Wertschätzung. Sie hatten ja eingangs erwähnt, dass in Deutschland 15% des Gehalts für Lebensmittel ausgegeben wird.
Das ist verhältnismäßig wenig, muss man ja sagen. Und im europäischen Vergleich sind wir eines der Länder, das am wenigsten für Lebensmittel ausgeben. Das zeigt ja auch, dass die Relevanz von Lebensmitteln und die Relevanz von Essen in Deutschland nicht die höchste ist. Und das sieht man genau eben auch, wenn man das mit anderen europäischen Ländern vergleicht. Und auch das gehört ja dazu. Man muss erstmal Lebensmittel und das Thema Essen wieder wertschätzen und dem eine Relevanz einräumen, was die eigene Gesundheit angeht, die Umwelt, das eigene Wohlbefinden. Ansonsten ist es ja auch logisch, dass man dafür natürlich auch keine Zeit aufwenden möchte und auch Geld lieber für andere Dinge ausgibt. Der Ernährungsrat hat eine Aktion gehabt oder hat sie wahrscheinlich immer noch, da können Sie gleich noch Näheres zu sagen, essbare Schulen, die da so ein bisschen anknüpft, würde ich sagen. Ja, und da schauen wir mal rein in diesen Beitrag. Essbare Schulen, Antonia Strieben und Steffen Ruhl waren zum Beginn der Aktion mit dabei und haben auch hier ein paar bewegte Bilder mitgebracht. Essbare Schulen Oldenburg lautet der Name des im März gestarteten Projektes des Oldenburger Ernährungsrates. Ziel ist es, Hochbeete an Schulen gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern aufzubauen und zu bepflanzen. Dorothea Jäger, Leiterin des Projektes, erläutert die Intention hinter diesem genauer. Uns ist wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler, dass die wieder einen Zugang dazu bekommen, ja, was wächst hier eigentlich, was kann ich hier anbauen, was kann ich hier selber auch für mich, ja, für die Ernährung selber produzieren. Ganz wichtig ist natürlich auch der Klimaaspekt dabei, also was hat meine Ernährung mit dem Klima zu tun, dass es da einen großen Einfluss gibt, dass wir das einfach den Schülern ja, beibringen oder zeigen und eben auch zeigen, dass das unheimlich viel Spaß machen kann, Gemüse selber anzubauen und selber zu essen und daraus dann irgendwas zu produzieren und wollen eigentlich, dass die Schüler wieder Spaß haben daran. Das neue Gymnasium, die BBS 3 sowie die IGS Flötenteich beteiligen sich an dem Projekt. Gemeinsam wurden Beete aufgebaut und befüllt und mit Gemüse, Kräutern und Gewürzen bepflanzt. Was die Schülerinnen und Schüler aus dem Projekt mitnehmen sollen, beschreibt Dorothea Jäger. Ganz konkret hoffen wir natürlich, dass sie auf jeden Fall selber vielleicht irgendwann ein Beet haben oder dass sie selber auf die Idee kommen, das eben zu Hause auch umzusetzen oder andere Kleinigkeiten umzusetzen, im Alltag zu merken, ach, vielleicht kaufe ich doch lieber auf dem Bauernmarkt ein, dann weiß ich zumindest, dass es von hier ist, also dass die Schülerinnen und Schüler da einfach auch einen Zugang zur Natur wiederbekommen und sich eben überlegen, was möchte ich eigentlich konsumieren und was schmeckt eigentlich auch viel besser. Im Rahmen des Projektes Essbare Schulen Oldenburg entstanden auch 3 Beete auf dem Hof der Kulturetage. An dem Aktionstag halfen viele Ehrenamtliche mit, um die für jedermann zugänglichen Beete mit weiterem Gemüse und Kräutern zu bepflanzen. Die Aktion ist langfristig gedacht, so Judith Busch, Koordinatorin des Ernährungsrates. Es ist nicht vorübergehend, sondern die Kistenbeete werden so lange stehen, wie sie eben halten werden. Danach werden wir mal schauen, ob wir dann nochmal Kistenbeete aufstellen. Aber es ist ein größeres Projekt vom Ernährungsrat. Wir bauen Kistenbeete an verschiedenen Orten in Oldenburg auf. Gerade bepflanzen wir Kistenbeete vor allem auf Schulhöfen. Wollen aber oder haben das Ziel, mehr öffentliche und private Flächen mit essbaren Pflanzen zu bepflanzen. Der Ernährungsrat Oldenburg wurde 2017 gegründet und besteht aus 35 ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürgern. Die Mitglieder kommen aus den Bereichen Zivilgesellschaft, Politik und Wirtschaft und setzen sich für eine regionale und ökologische Ernährung in Oldenburg ein. Weitere Informationen zu den Projekten und Zielen des Ernährungsrates finden Sie unter www.ernährungsrat-oldenburg.de. Ja, die Beete, die ist ja eher in direkter Nachbarschaft eigentlich. Ja? Was ist aus dieser Aktion geworden? Genau, die gibt es immer noch. Mhm. Wir sind 2019 mit 3 Beeten gestartet. Wir haben inzwischen, glaube ich, um die 18 Beete an 10 unterschiedlichen Orten. Vor allem an Schulen, aber auch auf öffentlichen Plätzen. Die letzten Beete hatten wir letztes Jahr aufgebaut, neben der Bauwerkhalle, öffentliche BürgerInnenbeete, wo jeder und jede auch dazu aufgerufen ist, selbst zu pflanzen. Wir planen gerade die nächsten Aktionen, sobald die Jahreszeit es wieder hergibt, dass wir auch draußen wieder etwas pflanzen können, wird es weitergehen, zum Beispiel in diesem Jahr in der Kita an der Beverbeke. Also das Projekt wächst und gedeiht. Mhm. Thema Mensen und Kantinen, das ist der nächste Themenblock. Die Frage, die wir uns in der Redaktion gestellt haben, essen die Kinder, vielleicht also eine lapidar, also eine flapsige Frage in die Runde, essen die Kinder in Deutschland zu viele Nudeln? Das war so, es ist irgendwie, alle wollen immer Nudeln und es gibt irgendwie gefühlt immer überall nur Nudeln. Ist das wirklich so, oder ist das irgendwie so ein subtiler Eindruck? Scheinbar sind die Nudeln in der allgemeinen Wahrnehmung und das andere eher weniger. Unsere Speisepläne rollieren so alle 5 Wochen
Und Nudel ist natürlich immer eine beliebte Beilage. Jetzt sieht es aber so aus, in dem Beitrag wurde ja auch die IGS Flötenteich benannt. Vielleicht noch ein kurzer Abschwenken, kurz abschweifen zu essbare Schulen. Vor Corona hatten wir auf den Tischen in der Schulmensa Töpfchen aufgestellt mit Petersilie, Schnittlauch, Basilikum. Und die Kinder waren am Anfang irritiert. Dann wurden wir gefragt, darf ich mir da ein Blatt von abnehmen? Darf ich das auch essen? Darf ich das auch in die Suppe tun? Und wir haben gesagt, natürlich darfst du. Das Ganze ist jetzt inzwischen wieder eingeschlafen. Aber man merkte eben, das ist ein Interesse da. Die Kinder haben sich ausprobiert damit. Und wir hatten sehr viel Vandalismus eigentlich befürchtet und er ist Gott sei Dank nicht eingetreten. Sondern klar, die eine oder andere Pflanze hat es nicht überlebt, aber im Gro war das eine gute Aktion. Mhm. Und die andere Frage zu den Nudeln. In der besagten IGS haben wir ein anderes Ernährungs- oder Mensa-Konzept. Wir haben ein Buffet aufgebaut, die Kinder können wählen. Die können wählen zwischen Nudeln, Reis oder Kartoffeln. Zielsetzung ist es, das Kind zu sättigen, das, was für seinen Geschmack dabei ist. Und ja, es gibt Kinder, die kennen scheinbar nur Nudeln und verlangen auch nur Nudeln. Alle anderen haben aber die Wahl zwischen zwei Menülinien, mit Fleisch und ohne Fleisch, zwischen zweierlei Soßen, auch vegetarisch oder fleischlastig. Dann diesen drei Sättigungsbeilagen, Nudeln, Kartoffeln, Reis. Wir haben ein Salatbuffet aufgebaut, wo angemachte und Blattsalate zur Auswahl stehen. Und die Kinder haben noch ein Nachtischbuffet, ein Dessertbuffet. Mhm. In der Regel Obst- oder Joghurtspeisen. Mhm. Was wir da feststellen ist, wenn wir eine Joghurtspeise machen, ich sag mal, wenn wir einen Erdbeerjoghurt machen, dann nehmen wir tiefgefrorene Erdbeeren, kochen die auf, die werden leicht gesüßt und püriert und dann unter den Joghurt untergehoben. Bei dem Joghurt handelt es sich, wie gesagt, um einen frischen, unbehandelten Joghurt hier vom Milchhof Diers, also auch regional, der schon sehr viel Geschmack mitbringt. Die Kinder erstmal an unseren Joghurt heranzuführen, ist eine Hürde. Die sind natürlich den eingefärbten, aromatisierten Joghurt aus dem Tiefkühlfach, aus dem Supermarkt gewöhnt. Den Geschmack erreichen wir nicht, das wollen wir ja auch nicht. Aber nach einer gewissen Eingewöhnungsphase stellen wir fest, dass die einen sehr großen Zuspruch haben für unseren Joghurt und es läuft dann auch, oder auch Obst läuft auch sehr gut. Mhm. Wie gesagt, die Nudel ist immer so in der Wahrnehmung und ganz ehrlich, Spaghetti Bolognese ist ein tolles Gericht, aber eben nicht jeden Tag. Nicht jeden Tag, ja. Und wir bieten Alternativen mit an. Frau Meier, was empfehlen Sie vom 10 für so einen optimalen Speiseplan für ein Kind oder auch für Erwachsene? Was sollte da eigentlich immer regelmäßig draufstehen? Und auch Thema Trinken ist ja auch immer so eine Sache. Also wir vom 10 als Ernährungsexpertinnen richten uns eigentlich in solchen Empfehlungen immer an den Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Und deswegen freut es mich auch, Sie hatten es vorhin gesagt, dass Sie ja mit Ihrem Mensa-Konzept sich auch an diesen Empfehlungen richten, weil da so kommt es dann auch über andere Wege an die jeweilige Zielgruppe. Und die Deutsche Gesellschaft für Ernährung ist eben dafür da, aus wissenschaftlichen Erkenntnissen ganz praktische Empfehlungen zu machen. Und wenn es darum geht, wie ernähre ich mich an einem Tag, dann hilft eben diese klassische Ernährungspyramide. Das ist vielleicht ein Modell, was viele aus der Schulzeit kennen. Ich hoffe, dass es da dann auch mal so durchgenommen wird im Biologieunterricht oder wo auch immer. Und die zeigt eben ganz praktisch, das, was unten in der Pyramide steht und breit ist, soll viel verzehrt werden. Was oben steht, wo die Pyramide spitz ist, soll wenig verzehrt werden. Und auch da sieht man, es gibt kein Verzicht und kein Niemals und kein Immer, weil ganz oben stehen auch die Süßigkeiten und die Extras. Das ist auch durchaus okay, wer kennt es nicht, wenn man sich was verbietet, dann hat man nur noch mehr Lust drauf oder so. Aber es sagt eben auch, unten die Basis stellen eben die Getränke dar, die Sie jetzt eben auch angesprochen haben, über den Tag verteilt immer ausreichend Wasser oder andere ungesüßte Getränke zu trinken. Dann kommen Obst und Gemüse, 5 am Tag, je vielfältiger, desto besser, je bunter, desto besser. Auch über den Tag verteilt, ganz unterschiedlich, ob als Obst zwischendurch, als Salat, vielleicht in der Tomatensauce versteckt zu den Nudeln. Das kann man ja auch unterschiedlich einsetzen. Und genau so soll es dann eben sein. Also dieses vielfältige, abwechslungsreiche, bunte ist eigentlich ein ganz, ja, platt gesagtes Hilfsmittel, um sich auch gut und ausgewogen zu ernähren. Mhm. Was sollte in keiner Schulmensa fehlen? Was ist da Ihre Meinung?
dazu. Was sollte in keiner Schulmensa fehlen? Ja. Ich glaube, das könnte ich so jetzt gar nicht beantworten. Wichtig ist eigentlich, die ganze Bandbreite anzubieten, weil die Kinder haben alle ganz unterschiedliche Ernährungsgewohnheiten, kommen aus unterschiedlichen sozialen Schichten, unterschiedliche Kulturkreise. Unser Ziel ist es, das Kind mit Nahrung zu versorgen, damit es konzentriert bleibt, den Tag schafft. Und wenn Sie sich überlegen, dass manche Kinder ja um 6.30 Uhr zur Schule kommen und die letzte Gruppe, die mittags essen geht, erst um 14.30 Uhr als letzte Schicht bedient wird und essen kann, dann liegen da sieben Stunden dazwischen. Und durch Corona gibt es auch keine Zwischenernährung mehr, Zwischenverpflegung. Also die Kioske sind zu. Wie kommt das Kind über den Tag? Und wir sehen eigentlich die Aufgabe da drin, alle Kinder gleichmäßig zu erreichen. Wie gesagt, mit gesunden Nahrungsmitteln zu versorgen, aber auch alle zu sättigen, dass keiner hungrig wieder nach Hause geht. Dennoch bleibt es nicht aus, dass manche Kinder zu Hause klagen, da gibt es überhaupt nichts zu essen. Ich kriege immer nur trockene Nudeln, dann rufen ja auch besorgte Väter bei uns an. Und in der Diskussion hört man dann ganz schnell raus, ach ja, das Kind hat natürlich Bewegungsdrang nach vielen Stunden sitzen, es würde lieber Fußball spielen, als am Tisch zu sitzen und zu essen. Muss aber zu Hause natürlich irgendeine Ausrede auch finden, um das plausibel zu machen, warum es hungrig nach Hause kommt. Das sind so Mitgründe, die da reinspielen. Aber wichtig ist die Bandbreite. Alle erreichen, frisch, vitaminreich, die Getränke, also Wasser und ungesüßten Tee bieten wir ebenfalls an. Damit ist schon sehr viel erreicht. Was halten Sie, Frau Busch, zum Beispiel von einem Schulfach Ernährung und dass man das dann da einfach mehr mit einbindet in den regulären Schulunterricht? Das kommt ja im Moment noch relativ kurz. Da halte ich sehr viel von. Genau, da hatten wir uns auch im Rahmen der Ernährungsstrategie Niedersachsen mit beschäftigt, mit dem Thema und uns ausgetauscht zwischen verschiedenen Organisationen. Und das war schon ziemlicher Konsens, dass das Thema Ernährung und Hauswirtschaft zumindest vermehrt im Unterricht vorkommen muss. Ich hatte ja eingangs schon erwähnt, dass das Wissen einfach zum Thema Zubereitung von Lebensmitteln in vielen Bereichen bei vielen Menschen gar nicht mehr so vorhanden ist. Und gleichzeitig ist uns als Ernährungsrat ja wichtig, dass es nicht nur um gesunde Ernährung für den eigenen Körper geht, sondern auch um gesunde Ernährung für die Umwelt und für das Klima. Und das muss erstmal vermittelt werden, wie eine gesunde und gleichzeitig nachhaltige Ernährung funktionieren kann. Eben weniger tierische Produkte, mehr Regionalität, Saisonalität, verschiedene Formen der Landwirtschaft, weniger Lebensmittelverschwendung, Verpackungsmüll, alles, was dazugehört. Und da muss man schon bei den kleinen Menschen, bei Kindern anfangen und sie heranführen durch ganz praktische Projekte. Wir versuchen das in unseren Möglichkeiten aufzufangen, aber natürlich sind wir nur eine sehr, sehr kleine Organisation mit einer hauptamtlichen Stelle. Das heißt, wir könnten niemals all das leisten, was es eigentlich bedarf bei Schulen. Das heißt, so ein Schulfach wäre super sinnvoll. Man bräuchte aber gleichzeitig dazu dann Gartenprojekte, vielleicht Küchen, wo die Kinder selber mal kochen können, um eben an das Thema herangeführt zu werden und wieder zu entdecken, wie spannend das Thema Ernährung auch ist. Das heißt also, die Infrastruktur fehlt im großen Ziel auch dann an den Schulen. Genau, richtig. Das ist ja, und zu Hause, wir haben gerade schon mal drüber gesprochen, die Kantine, wenn wir uns die angucken. Ich habe gelesen, dass 30 Jahre lang die Currywurst das beliebteste Kantinenessen war bei den Erwachsenen. Mit Corona wurde das abgelöst. Es ist jetzt Spaghetti Bolognese zum ersten Mal auf Platz 1 gerückt in Deutschland. Nicht bei uns. Die Currywurst ist immer noch höchst beliebt. Okay. Die gibt es aber nicht jede Woche. Die gibt es nicht jede Woche, ja. Genau, also die Dosis macht das Gift. Und es ist ja schön, wenn man sich darauf freuen kann, wenn man weiß, in naher Zukunft gibt es das Ganze wieder. Aber zu Ihrem Argument, wir stellen fest auch, wir geben Fleisch aus, ich sage mal eine Frikadelle. Das Kind hat sich eine Frikadelle genommen und dann geht die unangebissen, unberührt zurück in Müll und wird weggeschmissen. Dann sind meine Leute angewiesen, darauf hinzuweisen, hör mal, warum schmeißt du denn die Frikadelle weg? Ja, ich bin satt, die mag ich nicht. Auf die mag ich nicht, kann man sagen, du hast sie ja gar nicht probiert. Aber eben das Bewusstsein zu schaffen, für jedes Stück Fleisch, was du wegwirfst, ist ein Tier gestorben. Und dieses Bewusstsein ist nicht da. Dann merken wir doch bei ganz vielen Kindern, dass da so ein Aha-Effekt ist. Das Gleiche, wenn an diesem in Anführungsstrichen Schweineeimer, wo also die Essenreste gesammelt werden, ein Besteckteil, ein Messer mit reinrutscht. Dann sagt die Aufsicht, sei so gut und hol doch das Messer eben wieder raus. Und die Kinder
sagen, da ekel ich mich vor, da fasse ich nicht rein. Aber du hast doch das eben noch auf dem Teller gehabt, das sind doch nur Kartoffeln und Soße, das fasse ich nicht an. Also das sind zwei Welten, die sich da begegnen. Klar, holen wir das Messer raus, ich muss sie auch bezahlen. Aber man merkt doch, das sind wirklich ganz andere Welten. Da ist eine Berührungsängste mit Lebensmitteln, weil die scheinbar nicht die Verbindung herstellen. Wie ist denn die Situation in den Kantinen zum Vergleich? Also wir achten bei den Kindern immer dann sehr auf gesunde Ernährung. Und sind die Betriebskantinen für die Großen auch ähnlich gesund orientiert in Deutschland? Die gleichen Grundsätze, die gleichen Ausgangsprodukte, größere Portionen, kann man nur sagen. Wobei wir dann die das Gewürze... Das war bei Ihnen so jetzt? Bei Kantinen, bei Erwachsenenkantinen. Bei Erwachsenenkantinen, Betriebskantinen. Genau, also das ist bei Ihnen so. Aber haben Sie da einen Überblick in Deutschland, ob es generell... Also die Form, wie wir das Essen zubereiten, ist personalintensiv. Personal gilt ja allgemein als der größte Kostenfaktor in unserem Beruf, in unserer Sparte. Man vernachlässigt dabei aber eben, dass Convenience teurer ist als ein Rohprodukt. Auf der anderen Seite schaffen wir durch unsere Arbeitsweise auch Arbeitsplätze und das ist auch gewollt. Wir haben um die 40 Mitarbeiter, die täglich so um die 3000 Essen herstellen. Das könnte man auch mit deutlich weniger Mitarbeitern schaffen, wenn wir nur eine Tüte aufmachen würden. Aber das ist nicht unser Ziel, sondern wir wollen Arbeitsplätze schaffen und wir wollen gesundes Essen machen. Das ergänzt sich eben wunderbar. Wir wollen auch über das Thema Diäten sprechen. Das gehört auch zum Thema Ernährung dazu. Fast die Hälfte der Deutschen haben das schon mal probiert mit einer Diät oder einer Ernährungsumstellung. Ist das überhaupt sinnvoll? Eine Diät, also es wird ja immer kritisiert, es gibt den Jojo-Effekt und so weiter. Sind Diäten wirklich sinnvoll oder gibt es andere Methoden? Frau Meier, vielleicht zuerst. Ja, ich kann mich gefühlt da an diesem Punkt einfach auch wiederholen. Also wir halten von Diäten erstmal so nichts und würden das auch niemandem so empfehlen. Und man liest immer ganz, ganz viel. Und das ist, glaube ich, auch noch so ein begleitender Faktor, der es nochmal schwer macht. Jede Zeitschrift am Kiosk, jeder dritte Instagram-Kanal in den sozialen Medien und so weiter verspricht mit irgendwelchen Werbungen, Slogans und netten Komplimenten, wie einfach es doch ist, aber das zeigt sich eben auf die lange Bank nicht. Vielleicht hält man es eine Woche durch, einen Monat durch oder vielleicht auch ein Jahr, aber spätestens dann verfallen viele dann doch wieder so in alte Muster und dann ist es eben ganz schnell auch so, dass sich das dann auch auf der Waage wieder bemerkbar macht. Und deswegen raten wir auch immer von Diäten ab und empfehlen dann das, was ich vorhin gesagt habe, sich auf die wissenschaftlichen Erkenntnisse zu beziehen, auf die Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, die eben mit dieser Ernährungspyramide einen ganz vielfältigen und bunten Speiseplan am Tag empfehlen, wo dann durchaus auch mal eine Süßigkeit, ein Stück Kuchen zum Geburtstag oder wie auch immer dann erlaubt ist, um sich da auch kleine Oasen zu schaffen. Und das ist ja dann natürlich auch umso besser, wenn sich diese Art der Ernährung auch in den Umfelden wiederfinden, wie in der Betriebskantine, in der Schulkantine, sodass man gefühlt gar nicht mehr dran vorbeikommt. Also das macht es einem dann natürlich auch viel leichter, wenn auch das Umfeld so gestrickt ist. Und das unterstützt viel, viel mehr als jede Diät, die man sich irgendwie künstlich aufzwängen muss. Vielleicht aus unserer Sicht noch eine Ergänzung dazu. All you can eat und XXL-Portionen halte ich für eine Fehlentwicklung. Und es funktioniert nicht mehr, dieses Hungergefühl und das Auge abzuschätzen, wie viel muss ich mir eigentlich auf den Teller tun, um satt zu werden. Sondern der Teller wird erstmal voll gemacht, man isst, was man braucht und den Rest schmeiße ich weg. Und das ist die große Fehlentwicklung. In den Schulen können wir da eingreifen. Bei den Erwachsenen funktioniert es schon deutlich besser. Aber in den Schulen sehen wir doch, manche Kinder laden sich den Teller voll. Und wir bremsen die Kinder, dann sagen, nimm die Hälfte, komm zweimal, wenn du anschließend noch hungrig bist. Oder wähl dir nachher was anderes aus, falls du feststellst, diese große Portion, ja, du magst das ja gar nicht. Kann ja auch passieren. Mhm. Aber all you can eat ist wirklich eine Fehlentwicklung. Und das scheint in ganz vielen Köpfen drin zu sein. Und dieses Argument, es ist ja sowieso alles bezahlt. Aber es fällt ja nicht vom Himmel, das muss gemacht werden. Und wie gesagt, dafür sterben mitunter auch Tiere oder Kartoffeln. Das heißt aber, wenn jetzt jemand konkret Gewicht verlieren möchte, was würden Sie dann empfehlen? Dann kommt er ja mit dieser Pyramide unter Umständen nicht weiter, weil er dann ja sich vielleicht gut ernährt zwar, aber nicht,
ja, niedrigkalorisch ernährt, dass er Gewicht verliert wirklich? Ist das, was raten Sie da? Genau, natürlich ist es immer auch ein Zusammenspiel zwischen einer ausgewogenen Ernährung, einer guten Bewegung, aber auch Entspannung und Schlaf und ja, ein gutes Stressmanagement. Ich würde in der Situation auch immer an eine kompetente Ernährungsberatung verweisen, die man eben auch zum Beispiel über die Krankenkasse bekommen kann, sich da zu informieren. Da wird man dann auch nochmal individuell betrachtet und unterstützt. Also weil jetzt irgendwelche allgemeingültigen Aussagen zu machen, passt vielleicht nicht in den Alltag. Wir haben das vorhin schon gehört, man muss Zeit dafür haben, man muss sich mit dem Thema auseinandersetzen. Und deswegen wäre da der erste Rat auch immer, sich kompetente Begleitung zu holen durch eine Ernährungsberatung und das dann für jede einzelne Person auch immer individuell zu schauen. Mhm. Frau Busch, haben Sie da auch also beschäftigen Sie sich damit im Ernährungsrat mit solchen Thematiken? Eher sekundär, wenn überhaupt. Also unser Fokus liegt auf dem Thema nachhaltige Ernährung in seiner Gesamtheit. Das heißt, natürlich spielt gesunde Ernährung eine zentrale Rolle. Wir sehen uns aber nicht als Ernährungsberater oder Beraterinnen. Wir legen viel mehr einen Schwerpunkt auf das Thema Umwelt, Klima, soziale Gerechtigkeit, Arbeitsbedingungen in der Landwirtschaft und so weiter und versuchen, diese Aspekte zu dem Thema gesunde Ernährung hinzuzufügen. Was kann ich denn als Verbraucher machen, um als jetzt ganz in meinem Alltag eingebunden, um wirklich nachhaltig auch, ja, Plastik ist ja sicherlich, Plastik vermeiden, Verpackungsmüll vermeiden ist ja sicherlich ein Punkt. Genau, also ich muss vorneweg stellen, natürlich ist das Thema wahnsinnig komplex und ja. Ich will auch immer betonen, dass es gut und richtig ist, als Mensch, als Bürger, als Bürgerinnen, sich damit zu beschäftigen, wie ich konsumiere und wie ich meinen eigenen Anteil dazu leisten kann. Gleichzeitig möchte ich aber auch betonen, dass wir erstmal an das System heran müssen, um ernsthafte Veränderungen für mehr Klimaschutz, mehr Umweltschutz etc. Voranzubringen. Trotzdem kann man natürlich als Konsument auf bestimmte Dinge achten, wie zum Beispiel, dass ich versuche, regionaler einzukaufen, saisonaler. Ganz, ganz wichtig, es ist auch sehr zentral, zumindest weniger tierische Produkte zu essen. Es muss nicht jeden Tag Fleisch sein, es muss nicht jeden Tag Milch sein. Das macht einen riesen Unterschied, wenn wir uns die Klimabilanz anschauen. Es geht auch darum, wenn wir über das Thema Umweltschutz sprechen, mal hin und wieder zum ökologischen Produkt zu greifen und sich überhaupt mit einzelnen Siegeln auseinanderzusetzen. Es gibt sehr viele Siegel und es wirkt sehr komplex, das ist mir absolut bewusst. Da sprechen wir auch noch drüber, über die Siegel. Genau, aber zumindest das Bio-Siegel kennen wahrscheinlich die meisten, das ist ja doch sehr präsent. Ich möchte aber eigentlich vor allem auch auf das Thema Fair Trade auch kommen, denn Regionalität, Saisonalität ist schön und gut, für manche Produkte funktioniert es ja einfach nicht und wir würden nie sagen, dass man jetzt auch komplett auf Kaffee oder Schokolade verzichten soll, sondern dass man dann eher darauf schauen kann, wurde es denn fair produziert und da kann man sich eben dieses Fairtrade-Siegel anschauen und sich daran orientieren. Genau, andere Themen sind, wie hier ja schon vielfältig auch angesprochen, das Thema Lebensmittelverschwendung, dass man sich damit auseinandersetzt, wie lagere ich Lebensmittel, dass sie länger haltbar sind? Wie kann ich eben Resterezepte einsetzen, um noch die letzten drei Kartoffeln auch noch zu verwerten? Wie kann ich das Thema Verpackungsmüll angehen? Also, dass ich nicht unbedingt immer das Eingepackte kaufe, sondern das, was lose ist. Und eben auch die Mengen anschaue, kann ich überhaupt alles verwerten, was ich da kaufe? Oder kann ich eben auch bestimmte Produkte weitergeben an meine Nachbarinnen, Freundinnen, wie auch immer? Also, es gibt einige Punkte, die man auf jeden Fall mit dem man sich beschäftigen kann, auf die man achten kann. Man sollte sich aber nicht überfordern, denn das Thema ist super komplex, man kann auf sehr vieles achten. Manches ist auch eine finanzielle Frage, das kann man auch nicht verhindern. Aber es soll einen nicht davon abhalten, sich überhaupt mit dem Thema zu beschäftigen. Es ist auch schon ein Riesenschritt, einzelne Dinge zu beachten. Also einfach mal zu versuchen, eben weniger wegzuschmeißen. Einfach nur mal auf den Verpackungsmüll zu achten oder dass man sich einzelne Aspekte raussucht. MHD ist bei uns immer zu Hause ein Thema, wo immer gesagt wird, dass, ja, guck nicht immer so auf das MHD, sondern guck, ob das Lebensmittel noch gut ist. Ja, das genau, ist, einfach auf die eigenen Sinne verlassen. Bei den allermeisten Lebensmitteln wird man schon erkennen, am Geruch, an der Optik, zur Not nach einem kleinen Bissen, ob es noch gut ist oder nicht. Das schadet niemandem. Thema Intoleranzen, also Nahrungsmittelunverträglichkeiten, haben wir uns in der Redaktion noch gefragt, ob die wirklich
auf dem Vormarsch sind. Also gefühlt wird da immer so auch medial drüber gesprochen, dass jetzt wirklich die neuen Generationen, die jetzt nachkommen, wirklich irgendwie, ja, die kein Gluten mehr, keine Laktose. Ich selber bin fruktoseintolerant, bin immer noch eine ältere Generation. Dann 23% der Deutschen haben so eine Nahrungsmittelunverträglichkeit, von denen nur 20% wirklich auch eine Diagnose darüber bekommen haben. Vielleicht erstmal die Frage an Sie, können Sie das beobachten, dass es da viel mehr... Gefühlt wird es mehr, ja, das ist richtig. Auch wir kochen Sonderessen, gerade für den Kinder- und Krippenbereich. Allerdings bearbeiten wir nicht diese lebensbedrohlichen Allergien, sondern tatsächlich nur Unverträglichkeiten. Und Laktose, Fructose, das sind eigentlich so die Hauptunverträglichkeiten. Da kochen wir Sonderessen. Ja, es wird mehr. Ich habe vor wirklich langer Zeit gelesen, dass in den neuen Bundesländern beobachtet worden sein soll, muss man mal sagen, dass nach dem Mauerfall innerhalb weniger Jahre sich der Prozentsatz der Unverträglichkeiten in den neuen Bundesländern denen an den alten Bundesländern angeglichen hat. Und zwar vorher wohl deutlich weniger. Die Schlussfolgerung aus diesem Artikel war, dass es sich eigentlich nur durch die Nahrung schlüssig erklären ließe. Und in Verdacht kam hier eben besagte Zusatzstoff in den Lebensmitteln. Das heißt, die Haltbarmachung, die Verdickungsmittel, all diese Dinge, die der Körper ja angeblich unverdaut wieder ausscheidet und die keine Ursachen haben, im Hintergrund wohl doch Ursachen sind. Aber da endet dann auch mein Halbwissen. Aber wir handeln zumindest danach. Das heißt, wir sagen, wie schon besprochen, also wir produzieren ohne Verdickungsmittel, ohne Konservierungsstoffe, um dieses Risiko gering zu halten. Aber man muss sich auch mal bewusst machen, wenn wir für einen Kindergarten kochen, dann koche ich in der Woche 5 Mahlzeiten, Montag bis Freitag. 5 Mahlzeiten in der Woche sind 20 im Monat. Der Monat hat 30 Tage, mal 3 Mahlzeiten sind 90 Mahlzeiten. Also das Kind nimmt 90 Mahlzeiten zu sich, für 20 sind wir verantwortlich. Für 70 das Elternhaus. Mhm. Und da sehen Sie schon die Gewichtung und wie gering unser Einfluss eigentlich darauf ist. Mhm. Aber wir arbeiten weiter intensiv an dem Thema. Frau Meyer, Sie haben ja Einblick in wissenschaftliche Studien, vielleicht auch unter anderem zu diesem Thema. Was können Sie da beobachten? Sind Allergien oder auch Nahrungsmittelunverträglichkeiten auf dem Vormarsch? Mhm. Also so Zahlen habe ich jetzt direkt erstmal aus dem Stegreif nicht parat, deswegen möchte ich da auch keine Vermutung irgendwie gerade so aufstellen, ob das jetzt statistisch gesehen wirklich zunimmt oder nicht. Was ich aber so aus Beobachtungen merke, ist, dass das Thema einfach immer präsenter auch ist und dass es auch öfter dazu dann führt, sowas zu vermeiden, auch wenn man sich gar nicht so sicher ist, ob man es wirklich vermeiden muss. Mhm. Und auch da teilweise, ich hatte es eben gesagt, so die sozialen Medien sind aktuell so ein Kanal, wo auch viel über Ernährung gesprochen wird und auch da immer wieder diese Themen aufgegriffen werden, aus irgendwelchen Gründen bestimmte Inhaltsstoffe zu vermeiden, worauf dann natürlich auch schnell irgendwie aufgesprungen wird, weil es vermeintlich irgendwie eine Erklärung bietet. Aber da sind wir auch immer sehr darauf bedacht zu sagen, wirklich erstmal einmal mit dem Arzt, der Ärztin sprechen, das abklären zu lassen, um dann wirklich auch gezielt eine Lösung zu finden und wirklich nur dann auf Sachen zu verzichten, wenn es auch wirklich sein muss oder gegebenenfalls eben auch dann auf die richtigen Sachen zu verzichten. Also auch hier würde ich wieder sagen, lieber einmal untersuchen lassen, abklären und dann macht es durchaus Sinn, aber jetzt nicht unbedingt pauschal. Und das nehme ich aber schon wahr, dass das durchaus immer wieder auch einfach Thema ist. Das wird ja über einen Atemtest gemacht, ne? Beim Arzt, also Laktose und Fructose, das ist, weiß ich aus eigener Erfahrung, das muss man, da wird die Atemluft einfach, die Konzentration dieser Stoffe in der Atemluft getestet. Und aktuell scheint es viele Leute umzutreiben, weil man muss circa 4 bis 5 Monate warten auf einen solchen Termin bei dem entsprechenden Facharzt. Also es gibt eine lange Warteliste, das vielleicht nur mal so am Rande. Wie möchten Sie da aufklären vielleicht, dass mehr Leute, also nur 20% haben eine Diagnose, viele haben diffuse Beschwerden nach dem Essen, gehen aber dann nicht zum Arzt. Gibt es da auch Strategien, wie man wirklich ja, die Leute da mehr aufklärt?
Also so ganz konkret bei uns jetzt ist es jetzt nicht, haben wir jetzt keine eigene Strategie oder kein eigenes Projekt dazu, aber was ich so in dem Kreis der Fachinstitutionen auch immer wieder wahrnehme, ist, dass wir hatten eben darüber gesprochen, dass das Thema Ernährungsbildung in die Schulen gehört. Und so ist aber auch oft das Thema, dass Ernährungsbildung und überhaupt erstmal Ernährungs ja, das Thema Ernährung auch in andere Fachbereiche gehört, eben wie in die Medizin und wie in ärztliche Berufe, um eben auch da den Schwerpunkt, ja, nochmal oder den Blickwinkel drauf zu achten. Und ich denke, das wäre ein wichtiger Ansatzpunkt, weil auch das ist nicht immer gewährleistet. Es ist nicht immer sichergestellt, dass MedizinstudentInnen immer zum Thema Ernährung auch sich so spezialisiert haben. Und das wäre dann ja, wie gesagt, auch ein wichtiger Punkt, um dort auch ja überhaupt erstmal das Augenmerk zu sehen. Also auch wieder eine systemische Frage, so wie eben ist das Problem. Zum Schluss wollen wir nochmal über die Siegel sprechen. Die haben wir gerade schon mal kurz angesprochen. Da gibt es ja ganz viele für Bio- und Fairtrade-Siegel und was haben wir noch? Ja, Vegan-Siegel, das ist ja auch relativ oft auch zu lesen. Es gibt eine Vielzahl an Siegeln und vielleicht verlieren die Verbraucherinnen und Verbraucher da so ein bisschen den Überblick über diese ganzen Siegel. Was kann helfen, da durchzusteigen und wie sieht es aus mit so einem Missbrauch auch von Siegeln? Wie ist das in Deutschland geschützt, dass das nicht passiert? Großes Thema und genau, ich kann das absolut nachvollziehen und mir geht das selber auch so, dass ich häufig überfordert bin bei der Vielzahl an Siegeln und dass man häufig eben nicht mehr durchsteigt. Ich würde immer empfehlen, sich so ein paar Siegel auszusuchen, die einem wichtig erscheinen. Also das typische Thema, wenn ich jetzt über Lebensmittel und über Umweltschutz nachdenke und was relativ transparent ist und gleichzeitig geschützt ist, ist das Thema Bio. Da gibt es das EU-Bio-Siegel, es gibt aber auch verschiedene Anbauverbände, Bioland, Naturland, Demeter, das sind so sehr bekannte Anbauverbände, die nochmal strengere Richtlinien verfolgen. Und bei diesen Siegeln kann man sich schon allgemein sicher sein, dass das kontrolliert wird. Und genau, das EU-Bio-Siegel ist nach Namen nach EU-weit geschützt. Da kann man sich darauf verlassen, dass eben bestimmte Kriterien eingehalten werden. Genauso ist das mit dem Fairtrade-Siegel, wobei man da auch genau aufpassen muss, welches das echte Fairtrade-Siegel ist. Das kann man aber relativ schnell googeln. Ich weiß, dass es noch sehr, sehr viele andere Siegel gibt zum Thema Tierwohl, Tierschutz, auch noch fairer Handel, vegan, keine Ahnung. Gerade im Bereich Fischerei, was ich ganz schwierig finde, weil im Bereich Fischerei man eigentlich kaum noch Fisch überhaupt konsumieren kann, wenn man es wirklich nachhaltig meint und da sehr viel Greenwashing einfach passiert. Deswegen würde ich da eher empfehlen, sich auf einzelne Siegel zu beziehen und zu schauen, genau welche werden wirklich kontrolliert. Und das kann man zumindest im Bio-Bereich. Und da kann man sich auch drauf verlassen? Also auf die, weil, also Sie zum Beispiel müssen sich ja drauf verlassen können, wenn Sie wirklich Ihren... Also beim Fisch gezielt ja. Wir suchen eben auch aus, was ist das, MSC-Siegel für den Fisch. Bio können wir häufig vom Preis her nicht darstellen. Das heißt, unser Schwerpunkt ist wirklich regional und Nachhaltigkeit. Wir kaufen Bio zu, ich sag mal, in der Salatsaison. Wir haben einige Biohöfe in der Umgebung. Wenn Salat Erntezeit ist, der ist ja nicht lange haltbar, dann telefonieren wir mal rum und gucken, wo wir Überbestände aufkaufen können. Das fließt dann mit in unseren Speiseplan ein, wird aber nicht explizit beworben, weil ich auch kein Bio-Siegel trage und auch nicht bewerben darf. Und wir scheuen auch die Kosten für das Siegel, sondern wir gehen die Dinge so an, dass wir für das Geld das bestmögliche Produkt kaufen, gerne saisonal. Es macht gar keinen Sinn, im Winter Erdbeeren zu kaufen, wenn die aus China eingeflogen werden müssen. Das ist weder nachhaltig noch gesund, sondern wir gehen da einen anderen Weg und gucken, gute Qualität vor Ort zu kaufen und das dann möglichst schon zu verarbeiten. Also wir achten zwar auf das Siegel, vielleicht mehr privat, aber im Geschäftsbetrieb ist es eher schwierig, weil für unser Essen ein sehr geringes Preisniveau nur erlöst wird. Da würde ich gerne noch ergänzen, genau, weil da funktioniert Regionalität zum Beispiel total gut und ist super wichtig, weil man eben genau schauen kann, welche Höfe gibt es in der Region, welche Produkte bekomme ich hier. Und die kennt man dann auch schon. Genau, und die kennt man. Das Problem ist, wenn ich als Konsumentin regional einkaufen möchte und in die typischen Supermärkte gehe und überall wird inzwischen mit Regionalität geworben. Hier muss man aber klar unterscheiden, regional ist kein geschützter Begriff. Nicht so wie Bio. Bei Bio gibt es ganz bestimmte Kriterien, die eingehalten werden. Unter Regionalität
kann alles fallen. Das können Tomaten aus China sein, die aber in Deutschland verpackt wurden. Und dann sind es regionale Tomaten aus Deutschland. Ach so, okay. Auch wenn man das als Konsument eigentlich sich anders vorstellt. Mhm. Deswegen muss man bei Produkten, wo man nicht genau weiß, wo sie herkommen, wo vielleicht nur regional draufsteht und vielleicht auch aus Deutschland draufsteht, das heißt noch gar nichts, weil es eben kein geschützter Begriff mhm. ist. Das Vertrauen in die Siegel ist ja nicht besonders groß. Das hört man immer wieder, wenn eine Landwirtschaftsministerin oder so, ja, also die Julia Klöckner, dann ein neues Siegel ankündigt, dann gibt es eigentlich immer nur Spott über das Siegel und noch ein Siegel, wer braucht das? Gibt es da Ansätze, wie man das Vertrauen wieder herstellt, mehr in diese Siegel zu vertrauen? Also über die Siegel haben wir uns tatsächlich auch im Rahmen von Niedersachsens Ernährungsstrategie unterhalten. Und das ist ja genau die Frage, woher kommt dieses Missvertrauen? Und das hatte Frau Buscher eben auch schon gesagt, man weiß einfach nicht, welche Kriterien gelten, was ist damit gemeint, wo wird vielleicht auch einfach ein bisschen was schön geredet und so weiter. Das zeugt natürlich von Missvertrauen. Was dabei eben wichtig ist, ist, dass wir unterstützen wollen, dass es vertrauenswürdige Label gibt. Und jetzt ist, um jetzt mal ganz konkret zu werden, ist zum Beispiel ein Vorhaben auch aus der Ernährungsstrategie, was jetzt auch im schon jetzt dieses Jahr gestartet ist, dass es einen Forschungsauftrag an der Universität Göttingen gibt, um eben ein Klimalabel zu entwickeln. Ich weiß, man kommt dann schnell, oh, ist es jetzt noch ein Label? Aber wir haben es eben gehört, es ist einfach super komplex. Das Thema Nachhaltigkeit, was für Auswirkungen hat unsere Ernährung auf das Klima, auf die Umwelt? Das ist einfach sehr viel auch von Verbraucherinnen und Verbrauchern verlangt. Und deswegen hilft da so ein Label auch bei der Orientierung. Aber es muss natürlich gut sein. Und wenn Sie fragen, wie kommt man zu Vertrauen, dann vielleicht durch den Ansatz, dass das jetzt zum Beispiel in diesem Fall als Forschungsauftrag an eine Universität gegangen ist, die sich das Ganze aufgrund von Studien anguckt, die Verbraucherbefragungen erhebt. Wie wird ein Label auch richtig verstanden? Wie kann es auch ganz intuitiv, ohne sich damit viel zu beschäftigen, richtig eingeordnet, richtig genutzt werden? Und solche Labels, die dann gut recherchiert, gut erarbeitet sind, die können dann auch vertrauensvoll genutzt werden. Und das wäre das Ziel, wo auch die niedersächsische Ernährungsstrategie sich für einsetzt, dass man mehr solcher gut fundierten und übersichtlichen Label hat, die man unter Umständen dann auch nochmal kombinieren kann, damit aus diesem ganzen Dschungel, also das ist dann wieder die langfristige Perspektive, aber damit man aus diesem ganzen Dschungel dann doch die herausfiltert, die leicht verständlich, aber auch gut fundiert sind, um eben in dieser komplexen Sache Thema Nachhaltigkeit einfach eine möglichst einfache Orientierung zu geben. Mhm. Zur Schlussrunde, wir sind leider schon im die Sendezeit, ist immer so eine Sache hier. Zur Schlussrunde würde ich ganz gerne vielleicht mal Ihr Leibgericht oder so wissen. Und wenn Sie mal wirklich sündigen, vielleicht zusätzlich noch was steht da bei Ihnen auf dem Speiseplan, wenn Sie... Das ist eine gute Frage. Ich esse sehr viel, sehr gerne. Tatsächlich Burger, wobei ich gerade in den letzten Zeiten, in den letzten Jahren immer wieder verschiedenste vegane Patties ausprobiere. Mhm. Aus Bohnen, aus Linsen. Also gibt es inzwischen so tolle Rezepte und das wäre, glaube ich, eins meiner Leibgerichte. Mhm. Sie leben aber nicht vegan oder nicht vegetarisch? Komplett. Nicht komplett. Ich esse auch Fleisch. Ich komme aus einer Familie. Mein Großvater ist Jäger. So. Also okay. Genau, ich habe einen Bezug zu dem Thema. Aber mir ist schon sehr, sehr wichtig, wo das Fleisch herkommt. Und das ist eher selten auf meinem Teller landet. Okay. Frau Meier? Spontan war mein erster Gedanke eigentlich als Leibgericht, und so ist es ja oft dann auch, dass das Leibgericht immer dann herhalten muss, wenn man irgendwie spontan was sucht, musste ich an den Flammkuchen denken. Weil da ist das Schöne eigentlich daran, dass ich ihn immer unterschiedlich belegen kann. Also mit den Sachen entweder, die zu Hause sind und weg müssen, oder was halt gerade irgendwie in der Zeit so wächst. Also das ist tatsächlich so in allen Variationen immer ein gutes Gericht, was immer mal herhalten kann. Mhm. Herr Dormann, Sie haben ja viel mit Essen zu tun jeden Tag. Ich fürchte, ich muss mich outen, bei mir ist es ein Fleischgericht. Also mir schwebt gerade vor ein schönes Wiener Schnitzel vom Schwein, geklopft, in der Pfanne gebraten, nicht frittiert. Dazu saisonaler Spargel, eine Sauce Hollandaise und Petersilienkartoffeln.
Das wird mich richtig glücklich machen. Das klingt also Burger, genau. Das nächste Mal bringen wir alle unsere Leibgerichte mit und dann machen wir hier nochmal. Es macht auf jeden Fall Hunger. Ja? Das, vielen Dank, dass Sie heute da waren und sich die Zeit genommen haben. Viel Erfolg weiterhin für Ihre Tätigkeiten der unterschiedlichen Art und immer auch was Gesundes und Leckeres auf dem Tisch, auf dem Teller. Ja, Dankeschön. Ja, vielen Dank. Ja, Dankeschön. Und Ihnen zu Hause danke ich für das Interesse. Meine sehr verehrten Damen und Herren, schalten Sie beim nächsten Forum gerne wieder ein. Bis dahin bleiben Sie fair und interessiert. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.